Underground Wrestling. Der Kampf ist freigegeben, vielleicht sagen wir kampffrei, das klingt besser als markenfrei, ist schon sehr, sehr sexuell. Ne? Gehen wir so, Jungs. Gehen wir so, gehen wir auch los, oder? Hallo? Warte schon, der Vierte, ist der zu lang? Jetzt haben wir auch eine, dass er der Vierzehnte und der Schirr raucht. Kräfte messen, wie geil ist denn das? Das haben wir heute noch nicht gehabt. Bruder. Wer gewinnt denn? Soll ich auch mitmachen? Du warst schon lange nicht mehr. Sicher. Hör den Grässling, ich bin leider disqualifiziert. Vierte, oder? Das ist ein Spazier. Aha. Uno, dos, tres. Nein, das ist eine... Ich will ein Küsschen. Es geht mich jetzt nicht wundern, wenn es anders ausgeht. Nein, ich mag den Romeo zwar nicht, das wissen alle, aber dass er Kraft hat, das weiß sogar ich. Kilo oder ungefähr. Wer? Der Mirko? Ja, der Romeo? Na, da kannst du nur 10 Kilo runter dazu geben. Ja, wieder. Ich kann nicht hoch, Alter. Ruf mich, Alter. Komm schon! Ja, der Kuchen, Alter. Ja, hallo? Hallo? Referee, wer ist da auf der Mattenfläche? Referee? Bei 5, genau, das, also das habe ich vergessen. Double Team Action geht natürlich, allerdings muss sie bei 5 beendet sein. Wo ist der 5? Nee, Faustschläge sind eigentlich bei 5. Wir sind der erste Double. Warum? 4! Oh, mehr oder weniger. Hey, Romeo! Wechsel bei den Italian Stallions. Richie Zanoni gegen... Ja, das ist ja junge Frau, bleiben Sie bitte auf Ihrer Seite stehen. Hier, ja, waren alles legale Aktionen bis jetzt, also von dem her ist es wurscht. Mirko gibt gerade auf! Referee, der Mirko gibt auf! Referee, der Mirko gibt auf! Florian! Mirko gibt sicher auf! Mirko gibt auf! Super! Hoppa! Mir tat es im Kopf weh! Yes! Ich meine, hallo? Dann wird er zu Chaos sagen. Ich meine, ich mache dabei eine Umfrage. Wer hält denn zu Mirko? Okay. Wer hält zum Richie Zanoni? Ja gut, der Wechsel war gut getimt. Wer hält zum Jussip? Okay, das war jetzt garstig, aber mein Gott, das war immer hart. Und es ist gewechselt, dann kann ich gleich weiterfragen, wer halt zum Romeo eh kann. Ja, das ist nicht leicht. Nehmt ihr Drogen? Seid ihr noch wach von Silvester, oder was? Okay, aber ich habe ja noch eine Frage. Wer hilft zum Quincy? Was wollt ihr? Der Jussi kriegt da eine Aua, also das tut wirklich weh, glaubt mir das. Wenn es wohl kann, das ist das ganz schlecht fürs Kreuz. Hallo? Ja, dann sag Schiri, hat nichts gesehen, nicht, dass du nichts gemacht hast. Also mir darf die Luft wegbleiben. Ja, das ist ein Wechsel. Das war ein Wechsel. Romeo, du musst wechseln. Er hat gewechselt, was so ist. War zweiter. Richie Zanoni ist der legale Mann auf der Mattenfläche. Er kämpft gegen Jussip, der. Ja, jederzeit. Was ist da? Gibt's da je? Gibt's Spannungen bei den Italian Stallions? Ganz blöd.
Nein, nein, also der Jussi wird heute gedehnt, der geht sicher ganz locker heim heute. Was da wäre? Jussi, gib's mal auf! Jussi, gib's mal auf! Ah, gewechselt wurde. Was ist mit dem Wirtus? Warum soll er einen aufstehen lassen? Ich weiß, wenn man ihn geht, hat er gefahren. Aufgabe! Keine Aufgabe! Also, irgendwie liegt die Ithaka dauernd am Boden um dumm und keiner weiß warum. Eins! Zwei! Beide werden angezählt. Drei! Also den Move habe ich ja seit 10 Jahren fast nicht mehr gesehen. Aber er wirkt. Ja, 110 Kilo muss man mal so zu Boden kriegen. Also das ist nicht verkundet. Richie Zanoni, sie werden auf der Mattenfläche verlangt. Eins, zwei, drei, vier. Ich meine, ob das da unten einen Sinn macht. Hoppala, Wechsel. Ja, Kaba gibt es ja Gott sei Dank, Franz. Also von dem her ist es ja. Oh je, ein Boston-Grab könnte es werden. Schön sprechen. Das heißt das auf Italienisch nicht was anderes? Aufgabe! Du kannst doch von der Matte fliegen, so wie bei einer Wurst. Nein. Da hat er recht. Eins! Oh, lass den armen Tisch in Ruhe! Vier! Es ging ja bis 20, jetzt noch Yugoslavia, Srbija, Kosovo.
Was passiert in der WoW? Was gefällt dir daran? Was macht ihr da? Hallo? Nein, Moment. Gut, okay, stopp. Ruhe da, stopp, hab ich gesagt, der Chef spricht. Das bin ich. Stopp! Das war ein fehler Handschuh, oder was? Hallo, stopp! Ich nehm zwei Mikros, vielleicht hilft das. Stopp, hab ich gesagt! Danke, da sind zwei helfen lieb. Okay, Na, warte mal, weil so, die Jugos. Wie heißt du? Nicht du aussehen, Homongos. Ciappella. Ciappella. Das ist ja nicht alle. Und du bist die? Die Mystik und die Chapelle. Na gut, ihr wollt einen Frauenkampf sehen, oder was? Kindergarten, oder was? Nein, Jugos sind prinzipiell keine Referenz, Jugos kennen nicht. Gut. Okay, Damenkampf ist ja okay, aber nicht heute, am 3. Mai. Am 3. Mai habt ihr die Chance, da haben wir unsere Spring Break Show zum Spring Break passen leicht bekleidete Damen, diese Birnen. Das heißt, wir haben für den 3. Mai jetzt schon zwei Kämpfe eigentlich, nämlich einen Damenkampf. Ciappella gegen Mystik und Romeo gegen Christian war das und einen Tag den Partner, den ich ihm noch aussuche. Mirko Wrestling Mira. Wem soll der Mirko niederwresteln? Okay, wie? Das haben wir heute schon zweimal probiert und zweites Mal. Ja, okay, bitte. Lass mich gerade nicht. Okay, na, das war's für heute.